Hi, ich bin's, Melli. Ich war heute beim Action und war eigentlich auf der Suche nach einer Duschvorhangstange. Aber leider sind die beim Action zu klein. Also muss ich die wahrscheinlich im Internet bestellen oder bei Poco oder was ich wo gucken. Ja, und da habe ich das hier gefunden. Guck mal. Das ist ein Letterpunchboard. 27 Pieces. Also Stück. Und Create Cutouts and Stencils. Also kannst du deine eigenen Sachen ausschneiden, deine eigenen Worte und fits up to 10 letters. Also man kann dann 10 Buchstaben können hier in dieses Ding rein. Ich finde das total cool. Ja, so, ne? Eigentlich wollte ich ja eine Duschvorhange. Dusch, ja. Ja, guck, da ist Penny. Ich hatte vorhin schon das abgepiddelt, weil das ging richtig schwer und dachte mir, wir öffnen das jetzt mal zusammen. Boing. Da kommt sie. Ja, so sieht das. Oh, da. Ist da ein H? I. Weg mit dem H. So. Warte das mal. Ja, ich bin immer noch bei meiner Tochter. Am Samstag ist der große die Jungs sind jetzt gerade am Laminat verlegen. Also mein Sohn und mein Schwiegersohn. Und das sieht schon sehr schön aus. Ich freue mich schon so darauf. Eigene Wohnung, herrlich. Dann hat das Campieren auf der Couch ein Ende. Ja, das müssen wir jetzt nicht hier durchgehen. Also, ich habe das mal gesehen bei, wie heißt das? We are Memory Keepers. Also, da ist das richtig teuer. Da waren wir so mit 40 Euro dabei. Hier, das Ding kam knapp ein Zehner. Oh, das ist ganz schwer. Wirklich. Also, für mich. Die keine Kraft hat, ist das richtig schwer. Die sind massiv. Können wir mal unten reingucken. Ah, deswegen, guck mal. Ah, Metall. Das ist ja cool. Guck dir diesen Hund an. Neugierig ohne Ende. Ja, was machen wir denn? Na, Penny? Wollen wir mal den Namen ausstanzen? Dann gucken wir mal. Wo haben wir denn? OP. Und dann kommt das hier wohl. Ach, guck an. Sieh mal. Hier, da sind so kleine Nupsis. Da musst du, das sind so Rillen sind das. Hier, komm, stell dich mal scharf. Guck mal. Wie so ein Lineal. Und dann hast du hier in der Mitte auch einen Pfeil. Ja, das geht bis 73. Kraft und Co. Ja, das sind auf der anderen Seite dann auch den Rillen. Also denke ich mal, du kannst das denn ja auch mittig machen, denke ich mal. Wenn jetzt nur so ein kurzer Name wie Penny ist, machen wir das mal mittig. Och, geht das schwer. Aber das ist ja gut, du musst das ja hier so, so wie so ein Locher, ne? So kommt mir das vor. Naja, wir machen jetzt mal, ist jetzt nur für die Übung. Ich mache das ganz idiotensicher mal. Also für mich, idiotensicher. Pen. A, B, C, D. H, da. N, da. Pen. Ja. Y. Da hinten. Jetzt fehlt mir ja ein N. Machen wir mal. Das geht dann bis. Oh je. Oh, das geht aber schwer raus. Da. Okay, man muss ein bisschen. Ich klaue mir jetzt einfach mal ein V. Steck das hier rein. Platzhalter, gell? Dann nehmen wir das V wieder raus. So. Jetzt habe ich natürlich meine Tüte mit den Bastelsachen, die ich hier hatte. Ja, wo kommt das jetzt rein? Das sieht alles ein bisschen schief aus irgendwie. Kann man das auch schief machen? Oder habe ich jetzt nur einfach Knick in der Optik? Guck mal, du kannst das hier auch mit Abstand machen. Ja, wir machen das jetzt mal ganz simpel. Muss das da irgendwo rein? Ach, das musste. Okay, ich sehe das. Hier kommt das rein. Du musst das hier so reinstecken. Das ist jetzt übrigens, sag mal, wie heißt das?
Canvas, nicht Canvas, Aquarellpapier, also dickes Papier. Ich hatte jetzt nichts anderes mehr. Das ist natürlich auf dem Bett ganz doof, weil das so weich ist. Aber es ging. Ja, Penny. Jetzt setzen wir das einfach hier neben das N. Ich glaube, das ist schief. Ja, guck mal, das sieht ganz doof aus. Ich habe das echt versaubeutelt. Aber ich denke mal, das ist besser auf dem Schreibtisch irgendwann mal. Dann machen wir das nochmal. So. Naja, wird nichts. Okay. Oh, da. Das Y ist doppelt irgendwie. Siehst du das? Aber ist ja auch nur ein Probelauf. Aber es ist so irgendwie cool, oder? Ist verrutscht, weil es so weich ist. Das E ist total dick. Gut, das ist jetzt mein Fehler. Ja. Können das sehen. Oh, ist interessant. Ich könnte mir das vorstellen, so als wenn man das jetzt noch bunt einmal macht, mit einer anderen Farbe, sagen wir mal in so einem schönen Dunkelblau wie hier, und das unten drunter legt, dann ist das so ein bisschen maritim und dann kann man wunderschöne Tags machen. Oder man macht das mit Weihnachtspapier oder so und macht dann irgendwie, weiß ich nicht, in Grün und Rot vielleicht oder so. Man macht das auf einen Tag oder man kann so einen schönen, wir haben so ein Buch, Seitenbuch. Leute, ich hab's echt, ey. Seit ich die neuen Tabletten nehme, ich krieg nichts mehr auf die Reihe. Buch. Lesezeichen, ne? So ein schönes. Könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn man das jetzt hier, das ist ja blau. Machen wir mal, drehen wir mal um. Wenn das dann so durchguckt. Gell? Das sieht doch toll aus. Ganz klassisch und edel. Wenn man sich nicht so doof anstellt wie ich. So. Könnte es ja nochmal von der anderen Seite machen. Aber ich glaube, ich bin der Meinung, ich habe da irgendwie, die sehen ganz schief aus. Ja, guck mal hier, siehst du, da ist so eine Lücke. Das geht aber schwer. Ich mache die jetzt nochmal alle raus. Ja, fester Untergrund fehlt einfach. Ich wollte jetzt nicht mehr in die Küche gehen, weil das ist dann zu laut ist. Ah, guck mal hier, ja, der sitzt da jetzt ganz anders. Man muss da wirklich aufpassen. Es sind ja ganz kleine Lücken. Ah, guck mal hier, da sind die Buchstaben drin. Die kann man ja auch noch benutzen. Na, ist ja dann. Ich habe momentan, ich bin ganz heiser und. Ja, guck mal, ja, hier kann man, schiebe ich jetzt mal zur Seite. Jetzt setzen wir das mal, das ist noch eins. Jetzt setzen wir das mal ganz genau ein. Entschuldigung für das Wackeln, aber das ist wirklich, hier auf dem Bett mache ich das. Ich hoffe, ich kann bald wieder mein Bastelzeug auspacken und mal wieder ein bisschen ein paar Karten machen. Ich vermisse das so sehr. Ja, guck mal, man muss das wirklich gerade machen. Dann geht das besser. Da jetzt eine Lücke oder kriege ich das? Da. Wo ist mein Platzhalter? Hier ist der Platzhalter. Den müssen wir auch ganz gerade reinsetzen. Ich meine, hier ist eine Lücke. Ah, na okay, da muss doch eine Lücke sein. Geht ja dann sonst nicht anders. So. Den nehmen wir. So. Jetzt schieben wir es nochmal von der anderen Seite ran. Und es muss jetzt ganz genau, siehst du, hier hast du auch so eine Rille, also so ein, wo das Papier angelegt wird. So. Aha, und hier hinten auch, auf der Seite. So, und dann muss das ganz ruhig gerade liegen. Gut rangedrückt. Und das ist jetzt mit einer Hand echt schwer. Aber es klappt. Okay.
Nehmen wir das mal raus. Das sieht zusätzlich richtig schön aus. Guck mal. So. Jetzt nehme ich den raus, mache das V hier rein wieder. Mein Abstandhalter. Mach das wieder und nehme jetzt das hier wieder raus. Und jetzt machen wir nochmal. Jetzt probiere ich es mal sauberer zu machen. Ja, ist wirklich. Bloß bei We Are Memory Keeper weiß ich, dass man da noch so Sondersatzzeichen. Gab es, glaube ich, auch noch einen extra Satz oder so dazu. Hier hat man wirklich nur das Alphabet. Aber ich finde das toll, weil man kann jetzt wirklich alles personifizieren oder so ähnlich. Persönlich. Oh, guck mal, das sieht doch jetzt toll aus. Oh, ich bin begeistert. Das ist wirklich schön große Buchstaben. Das P zum Beispiel ist einen halben Zentimeter. Und dann ist das, also die werden alle so sein, halben Zentimeter und dann ein Zentimeter lang. Das ist ja cool. Das gefällt mir. Guck mal, wenn man das ordentlich macht. Ja, verglichen mit dem hier. Okay. Aber es könnte eigentlich auch cool sein, wenn man jetzt das so einen kleinen Müh nach versetzt irgendwo, nach ein Strichlein weitermacht und dann nochmal stanzt, dann hat man diese Doppeloptik. Das finde ich auch nicht schlecht. Ja, ich muss sagen, 11 und 10er, Hut ab. Und das ist wirklich massiv, ne? Guck doch mal da rein. Das ist wirklich eine Stanze, wie eine Handstanze. Kannst du auch so machen. Komm, machen wir mal. V, die Besucher. Oh, das geht schwer. Oh. Oh. Ah, jetzt hat er sich auch verhakt. Ha. Muss man vielleicht beide Hände nehmen. Ja, ah. Kriege ich jetzt nicht mehr raus. Doch. Ah, nee, siehste, das hat nicht. Ne, ich denke mal, da muss man mit beiden Händen richtig drücken. Aber warum die Arbeit machen, wenn man dieses Gerät hat und einfach nur runterdrücken kann? Weil das geht total einfach. Jo, Fazit finde ich toll. Ganz klasse. Kann ich weiterempfehlen. Ist wirklich schön. Also es sieht vom Design her super gut aus. Ist stabil. Ich kann mir vorstellen, hier für Journaling, guck mal, da sind die ausgeschnittenen. Oder, nee, das ist gestanzt. Ja, das ist durchgestanzt. Aber man kann ja auch die bunten ausgeschnittenen Sachen, wenn das bunt ist, kann man das schön auf weißes Papier und so, ne? Für Journaling, wie kann das? Tags, Urlaub, irgendwas. Vitamin C sieht aus wie eine Karte oder so, finde ich. Also ich finde das ganz toll. Gerade wenn jetzt mal schnell gehen muss und man jetzt nicht die Stanzmaschine anschmeißen will oder so. Hier ist von hinten. Es war nicht im üblichen Regal bei mir hier in Hamm. Es war, ja, hier guck mal, die Letter Cutouts, ne? Das sieht auch toll aus. Guck mal, bunt und dann weiß drunter, auch klasse. Das war in so einem Stirnseite war das drin. Ja. Also so ein Sonderaufbau war das. Ich denke mal, das müsst ihr euch beeilen, weil es wird nicht mehr lange da sein. Okay, Fuchs. Mal ein etwas längeres Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir ein Like da. Schreibt, was ihr davon denkt oder so. Und hey, wir sind kurz davor, die 200 zu knacken. Abonniert ist umsonst und drückt Glöckchen, ne, damit ihr immer wisst, wenn ich was hochlade. Also ich bin begeistert, kann ich nicht anders sagen. Gefällt mir super gut. Alles klar, bis dann. Tschüss.